Wo sind wir hier? Ach, ist das von. Ist das der Raum, wo wir vorhin vom Balkon aus reingeguckt haben? Jetzt den Gefrierschrank auszuschalten würde nicht helfen. Es würde Tage dauern, bis alles Eis abgetaut ist. Ja, ist ja Zeit, ne? Selbst der Abtauknopf ist zugefroren. Sehr hilfreich. Das ist bestimmt Wein. Da bin ich mir ganz sicher. Außer mir ist noch jemand anderes in diesem Haus. Ich bin auch nicht verrückt. Gegenstände befinden sich an einer anderen Stelle, wenn ich einen Raum erneut betrete. Ich höre Schritte und gestern habe ich es im Flur gesehen. Also doch die Omi. Doch die Omi von Es. Hat sie auch dieses seltsame Mädchen gesehen? Ich weiß, dass ich jemanden gesehen habe. Ah, guck mal. Eins, sieben, zwei, drei. Eins, sieben, zwei, drei. Mein Ohr juckt. Für die Uhr. Im Wohnzimmer, wo wir immer noch nicht ran können. Unten. Staubsauger, mit dem wir nichts anstellen können. Verrostet und kaputt, leider kann ich die Tür nicht eintreten. Zum Glück werden die Schrauben aus Edelstahl angefertigt. Ich brauche bloß das richtige Werkzeug. Uhrenzeiger, der wird mir helfen. Können wir auch noch nichts mitmachen. Ach ja, guck mal hier. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aktion verfügbar. Ja. Da waren wir aber eben drin, oder nicht? Sieht ein bisschen so aus. Chillt auch einfach die ganze Zeit, stört sie überhaupt nicht, dass wir da sind. Huch. Hier haben wir wieder noch die Glocke. Auch interessant. Ah, guck mal. Ach so. Mir ist meine Schere auch immer so ultra wichtig, dass ich sie in meiner Wand verstecken muss.
Snip, snip. Dies könnte nützlich sein. Ja, ich will das auch haben, aber da kommen wir nicht ran. Oh, das ist ein Schlüssel. Im Schatten glitzert es. Ich mag das nicht. Hä? Ich kann ja... Ah, das Seil ist verrottet. Haha, dann machen wir doch einfach einen neuen. Und putzt ein bisschen. Hui. Was? Hier glitzern Sachen? So als Tipp? Die brauchen wir gar nicht. Was soll denn das? Erstmal was zu snacken rausholen. Okay. Schraubenzieher. Huch. Hallo? Mach mal. Geht doch. Wollen wir da rein? Nein! Gehen wir da trotzdem rein? Ja, oder raus eher in dem Fall. Obwohl das hier doch irgendwie gemütlich aussieht, ne? Guck mal, Kissen. Alles schick schön hier. Hä? Müssen wir jetzt hier sortieren oder was? Hä? Feuerzeugbenzin, okay. Yay! Okay, nach dem Puzzle höre ich mal auf. Weil wir alle natürlich wieder früh raus müssen, ne? Ich frage mich echt die ganze Zeit, was da so die ganze Zeit dieses komische Seilgeräusch macht. Nicht? Ah. Da. Oh, wie praktisch. Wir haben das letzte Teil.
Leider, ja. Ist echt so. Aber macht ja nichts. Du musst ja nur diese Woche nur noch arbeiten, ne? Ich weiß das gar nicht, wie das hier mit dem Speichern aussieht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ob der von automatisch speichert und wenn ja, wann und überhaupt? So, oh, guck mal. Hä, da können wir noch was machen? Okay. Hinweise. Das Bild war kaputt. Zum Glück konnte ich es reparieren. Es sieht wie die Zeichnung eines Kindes aus. Allerdings ein bisschen gruselig. Was sind daran gruselig? Die weißen Kreuze hier oder was? Was hat jetzt hier Malen nach Zahlen? Sollen wir das irgendwie verbinden, die Sachen, oder? Feuerzeug, Benzin. Das ist auf jeden Fall kein frisches Blut. Ich muss das irgendwie beseitigen. Ich bin doch nicht die Putzfrau hier, Alter. Sag mal, mach das den Kühlschrank sauber und dann irgendwie Blut abwischen. Beobachtet. Ich hätte fast vergessen, wo ich bin. Die Bäume, die sich im Wind hin und her bewegen, haben eine hypnotisierende Wirkung auf mich. Ich frage mich, wie Menschen so sorglos leben können und ihr Leben genießen. Ich möchte wissen, wie Holly lebt. Oh. Ein Eimer wäre sehr nützlich. In der Tat. Schon wieder? Da war doch jemand. Ach. Und sieht irgendwie bedrohlich aus. Nee, Mann, der ist voll schön. Blädeke. Was? Ach, scheiße, ich habe aus Versehen auf die Puppe raufgedrückt. Und jetzt habe ich nicht mal den Hinweis gesehen. Oh ja, das liebe ich ja, ne? Mhm. Ich guck mal lieber dahin. Ihhh, wie ekelhaft. Okay, ich kann immer in den kleinen Bildschirm hier schmulen. Weil ich scheiß Schisser bin. Okay, was sagt uns das jetzt? Erstmal Heckenschere. Brunnenkurbel. Okay. Also bisher habe ich noch nicht aktiv oder bewusst oder gewollt diesen blöden Hinweis hier genutzt. Nur zweimal aus Versehen.
kann nichts erkennen. Ja, das hilft. Heathers Lieblingsring. Allerdings steckt er fest. Ich brauche etwas, um ihn herauszuziehen. Die Kurbel wird helfen. Der Bleistift wird helfen. Schade. Bing! Toll, jetzt brauchen wir noch einen Eimer. Sweet. Der Eimer, der festgefroren ist. Duh. So, was können wir hier noch so Schönes machen? Also. Hier war doch noch irgendwas. Ja. Warum wir auch immer den jetzt aufschrauben wollen, aber wir wollen's. Pferdekutsche. Auf dem Grabstein befand sich das Bild einer Uhr. Vielleicht sind die Positionen der Zeiger wichtig. Ja, bestimmt. Für später, aber da müssen wir erstmal rankommen. Pferdekutsche. Läuft etwas jemand? Nein. Nein. So. Also hier können wir auch gar nichts machen. Ja, 9 Minuten noch, dann ist halb 10. Dann mache ich aus. Wie kriegen wir diesen dämlichen Ring da jetzt raus? Kriegen wir den heute überhaupt noch? Den da jetzt raus oder erst später? Will auch gleich noch duschen. Ja, sorry, dass ich dich aufhalte. Mein Gott. Excuse me. So nicht. Eimer ist. Der Eimer ist ja eingefroren. Da kommen wir nicht ran. Hier können wir auch nichts mehr machen.
Die Olle will immer noch raus. Schade für sie. Das ist alles nicht. Das nützt alles nichts. Feuerzeug. Was? Die Küche sieht echt so aus wie in Resident Evil. Demo-Dingens. Ja, sag ich doch. Vor allem halt dieser Kühlschrank, weil der so oldschool ist. Voll ekelhaft. Ich glaube, es wird Zeit für den ersten gewollten Hinweis. Das war alles? Das war echt alles? Doch komisch. Wir brauchen irgendwas zum daraus ploppen. So, haben wir hier. Was? Ich sollte sofort zurück ins Haus gehen. Hier ist auch einfach nichts mehr, was man machen kann. Ach, schade. Probier einfach alles aus. Okay. Ah, jetzt können wir da aber nicht mehr hingucken, ne? Das ist echt doof. Ah, na gut. Weil ich jetzt nicht weiterkomme, sag ich jetzt einfach mal, dass wir das hier beenden. Ja, ich habe zwischendurch gesehen, dass da noch jemand zugeschaltet war. 3 Zuschauer. Heftige Lage. Ja. Gut, dann viel Spaß und schönen Abend und... Wow.
Und ich finde das Spiel cool. Auch wenn ich Schiss habe bei den komischen Filmeinlagen da. Danke fürs Zuschauen und gute Nacht, Matani.